Hallo meine Klötzchen und Bogenfans. Heute machen wir uns mal dran an ja das Tor, würde ich mal sagen, und die Mauer noch ein bisschen weiter hochziehen und mal gucken, was wir noch an Gebäuden reinkriegen. Und ja, wir machen uns einfach mal an die Arbeit. Ja. Weil wir haben hier einiges vor. Also. Wir sind da jetzt dabei, uns zu überlegen, wie wir das Tor hier machen. So. Also, wir brauchen auf jeden Fall schon mal. Ja, ich würde sagen, wir ziehen die Mauer doch noch ein bisschen höher. Weil jetzt haben wir hier so einen Gang. Mal erstmal die hier. Also wir kümmern uns jetzt erstmal ums Tor, damit wir überhaupt sehen, wie hoch wir da kommen. Ja. Also zwei müssen wir mindestens hochgehen. Eins, zwei, damit wir ja da durchpassen. Ich würde sagen, wir setzen da noch einen rauf. So. Jetzt probieren wir. Das ist ein bisschen mit probieren jetzt verbunden. Also wir setzen da jetzt mal so Treppen ran. Gucken. Dann gehen wir hier ein höher. Mal sehen, weil wir wollen so eine Art Bogen hinkriegen. Und ich finde, das kann ruhig groß sein. Mal sehen. Das passt nicht, da müssten wir dann doch schon die Stufe mal schauen. Ja, mal sehen, wie es aussieht. Das ist doch schon mal ein guter Bogen. Was meint ihr? Der sieht doch schon mal gut aus. Dann machen wir jetzt quasi die Kopie hier hin. Heißt, um einen Block natürlich zu wählen im Inventar, ist es ganz einfach. Also wenn ihr die Blöcke schon im Inventar habt, dann klickt ihr einfach da auf das, was ihr haben wollt, mit dem Mausrad. Plopp. Seht ihr? Und schon habt ihr das quasi im Inventar. Könnt man eigentlich hier oben noch aufsetzen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen stimmiger aus. Seht ihr? Okay. Dann haben wir jetzt schon mal das Tor um die Treppe und dergleichen kümmern wir uns später. So, und dann wollen wir ja hier durchlaufen. Machen wir jetzt einfach mal so. Weil hier, seht ihr, haben wir genug Platz. Immer so. Aus dem Flugmodus raus. Also wir können hier ohne weiteres durchlaufen. No? Gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie das eigentlich am schönsten aussieht. Ich stelle mich mal hier hin, wenn mal die Sonne nicht ganz so Rücken wäre nicht gut, weil dann sehen wir gar nichts mehr. Also, jetzt haben wir ja sozusagen hier. Also, wir könnten das natürlich zumachen. Mal schauen. Halt, fliegen. Doppelklick. So, mal schauen. Weil wir kommen ja hier. Wollen ja da nicht runterfallen. Wie gesagt, wir machen alles grob. So, jetzt ist die Frage, ziehen wir das alles noch ein Stück höher, dass wir zwei Gänge haben? Das heißt, im Grunde genommen müssen wir das jetzt mal ausprobieren. Also hier wäre ja dann sozusagen ein. Gucken wir mal. Da wäre jetzt der Weg. Probieren wir einfach mal aus. Weil wir haben ja hinten das Problem, dass an manchen Stellen, wie da hinten zum Beispiel, ja das viel zu niedrig wäre. Seht ihr das? So. Das heißt, im Grunde genommen könnten wir hier einen höher gehen. Mal einfach einen höher, denn überlegen wir, wir brauchen ja dann sowas wie Schießscharten.
Die könnten wir dann machen. Wir machen jetzt einfach mal. Jo. Ja, muss sie nicht machen. Okay. Also, dann machen wir da wieder zu. Ja, das können wir alles immer noch verändern, ne? So, hier machen wir das auch mal so. Mal 3 hoch. Weil wir haben ja durch das Verlängern immer so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt hier nicht diese gleichmäßigen Abstände haben. Das heißt, manchmal müssen wir 2 setzen, damit wir wieder auf diese eine kommen. So, gehen wir hier auch mal weiter. Noch zumachen. Hier müssen wir auch wieder gucken. Also wirkt das Tor dann integriert. So, hier müssen wir uns was einfallen lassen, weil... Mal schauen, weil wir wollen ja den Bogen hier behalten. Also, was wir machen können, wir können den Bogen einen rausziehen. Ich glaube, das macht Sinn. So, wieder schön wechseln immer mit dem Mausrad. Habt ihr ja schon gesehen, wie es geht. So. Kopieren wir das einfach mal. Da, einen raus. Hat etwas irritiert. Den da raus. Da. Und dann fehlt nur noch der hier. So, und dann gehen wir einfach und machen dieses. Und ziehen das Tor jetzt einfach ein vor. Bekommt das Tor nämlich gleich ein bisschen Tiefe. Seht ihr das? Seht ihr das? Okay, dann können wir hier nämlich genau das machen, was wir gesagt haben. So. Okay. Dann haben wir das oben nämlich auch gelöst gleich. Und dann müssen wir weitergehen. Also. 1, 2, 3. Nein. Da entsteht langsam so eine richtige Burgmauer. Seht ihr das? Weil die Zinnen und so, das machen wir dann später. Weil hier hinten ist es dann ein bisschen anders. Machen wir erstmal die äußere Mauer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, muss ja passen. 3, 3, da müssen wir doppelt setzen, weil sonst passt es wieder nicht. Ziehen wir mal ein Stück weg, damit ihr das seht. Burgmauer wächst. Weil hier hinten zum Beispiel hätten wir das Problem, ne? Die könnten ja hier, wenn die hier runterkämen, könnten die ja hier eindringen. Das wollen wir verhindern. Also gehen wir einfach höher. 2, 3. Mal hier nur wieder einen hin. 1, 2, 3. Gucken wir. Da macht Sinn. 1, 2, 3. Bisschen gucken, wie gesagt, wie eure Landschaft ist. Dann dementsprechend die Fenster setzen. Oh. 2, 3. Na, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Drei. 1, 2. So. So, und jetzt müssen wir hier hinten gucken. Setzen wir einfach den hin. Und jetzt seht ihr, die ist hier richtig eingebaut.
Weil oben machen wir das noch ganz anders. Da werdet ihr noch sehen, das wird noch richtig hübsch. So, jetzt ziehen wir erstmal den Weg hier weiter. Weil wir müssen ja gleich auch noch innen machen. Das heißt, hier geht jetzt der Weg lang. So. So, so, so. So. Ja. So. Halt. Ein höher. So. Weil wir brauchen ja da drüben auch noch, also für die Innenmauer müssen wir ja wissen, wo wir alles hinsetzen. Dann. Folgen wir einfach dem Weg hier. So. Wie gesagt. Oben setzen wir dann noch Zinn drauf, aber das wird dann gleich ein bisschen anders werden. Jetzt machen wir erstmal die Innen- und Außenmauer. Ich glaube, da müssen wir auch immer ein Loch hinsetzen. Notfalls bessern wir dann noch mal aus. So. So, und jetzt haben wir nämlich hier. Das Witzige ist, wir können nämlich dann später das hier nämlich gut nutzen. Oder wir bauen hier eine Treppe nach unten oder wie auch immer. Ne? Weil man muss ja da irgendwie rumlaufen, hinlaufen, wie auch immer. So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir quasi hier einfach so, wie es hier ist. Und machen genau dasselbe. Das lassen wir erstmal offen. Das kann sein, dass wir da halt die Treppe hinsetzen. Weiß ich nicht. Okay, wieder verbinden. So, jetzt ist hier die Besonderheit, was ich gemeint habe, das kann nicht immer parallel verlaufen. Also mit den Fenstern. Aber da kümmern wir uns später drum. Jetzt seht ihr, hier fehlt einer. Da wechseln. Wieder außen einer hin. Okay. Nee, in der Mitte wieder einen hin. Wie gesagt, es ist immer, wie ihr seht, einfach ein Ausprobieren. Müssen mal gucken, wo macht Sinn, da zwei zu haben. Ich würde sagen, den Zweier machen wir hier hin. Und hier machen wir den Einer hin. So. Immer wieder einen hoch. Da kontrollieren wir wieder. Da fehlt wieder einer. Da ist alles da. Okay. Wechseln. Ja, bei den Dreiern ist es eigentlich immer normal, aber wie ihr seht, haben wir jetzt hier auch ein Problem. Da nehmen wir halt den. Ja. Den haben wir so eine Parallele. Wir können es auch so machen. Dann ist es immer so unterschiedlich. Das geht auch. Ne? Also wie ihr möchtet, das könnt ihr selber. Gucken, wie euch das am besten passt. Hier fehlt wieder einer. Eck, dahin. Okay, da wieder hin. Bei denen geht es auch wieder einfach. Ist immer ein bisschen ausprobieren. So, hier fehlt dann wieder einer. Da können wir den wieder hinsetzen. Drei. So, jetzt haben wir hier die Bookmore wieder. Ja, und den. Oben gucken, alles okay. Mal weiter. Hier mal den. So, der fehlt wieder. Drei. Eins, zwei, drei. Drei. Der passt da gar nicht hin. Da ist ein Fehler drin, wie ihr seht. So. Und so. Da kann man dann später auch eine Tür reinsetzen. Also lassen wir den da erstmal so. Jetzt haben wir hier den Eckstein. So, die Fenster machen keinen Sinn. Also machen wir so zu. Weil, wie gesagt, falls wir da doch eine Treppe oder irgendwas planen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Können wir lassen, müssen wir nicht. Sinnig ist es nicht. So. Okay, jetzt haben wir die ganze Seite schon fertig. Ganz schön hoch unsere Mauer, aber wir können da laufen und da laufen. Das verkleiden wir dann später noch, das zeige ich euch dann. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal nur die groben Sachen. So, jetzt müssen wir mal hier weitermachen. Also, das wäre dann der Weg. Mal den hier wieder rausholen. Ein, zwei. Weil wir müssen ja da irgendwie hin. Jetzt seht ihr ein kleines Problem, was wir haben. So, weil wir müssen hier irgendwie rein. Gucken wir uns das mal an. Wo sind wir hier? Ich glaube, der Boden, weiß ich gar nicht, hat ja dieselbe Höhe. Nehmen die einfach mal weg. So. Mal den da weg. Add. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten gelöst kriegen. Weil jetzt sehen wir nämlich schon. 1, 2, 3. Dann müssen wir durch. Das müssen wir wirklich ausprobieren. Stellen uns da jetzt hin, dass wir hier reingehen können. Okay. Ist ein bisschen quetschelig, aber das kriegen wir hin. So, das, was wir machen könnten. Könnten das Fenster. Was? Eine Stufe drin. Gehen wir weg hier. Ja doch, ist eine Stufe drin. Okay. Okay. Dann machen wir das Ding hier am besten zu. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Wir müssen das hier ein bisschen sinnvoll machen. Dann machen wir das so. Okay, dann machen wir hier bei 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. So. Weil das mit den Türen und so, da kommen ja noch. Die sind jetzt momentan 3 hoch, Tür ist 2. Und dann kommt da immer noch so ein Schlussstein hin und dann passt das auch wieder. Da sind das 2 hier. Das ist alles sehr merkwürdig. Okay. Aha, wir haben ein Problem. Glaube ich. Jetzt muss ich doch mal was ausprobieren. Ich glaube, wir haben da einen Fehler drin. Tür. Weil das wäre jetzt nicht so toll. Aber da können wir dann auch ein bisschen schummeln. Ja, seht ihr? Wir haben nämlich jetzt hier ein Problem. Wir können hier keine Türen hinsetzen. Mal. Geht nicht. Aber da kann man dann so ein bisschen. Mal. So. Macht man hier einfach eine Stufe rein. Das geht dann schon. Und dann passt auch die Tür wieder. Dort. Da schummelt man dann einfach. Wenn man keine Lust hat, jetzt alles nochmal zu machen. Das heißt, das hier könnten wir alles eine Etage höher ziehen. Wenn ihr da keine Stufen bekommen wollt. Man das einfach alles eine Etage höher und dann hat man alles ebenerdig. Das kann man jetzt einmal durchziehen. Es ist weiter schlimm.
Denke mal, das werden wir hier nur oben haben, das Problem. Also ihr könnt dann auch volle Blöcke nehmen, das ist auch nicht weiter schlimm. Manchmal muss man halt ein bisschen angleichen. Es reicht, wie gesagt, bei den halben immer schon aus, dass man sich da um halben verzählt. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist Minecraft, ne? Entweder reißt man dann alles wieder ab, setzt das alles um, oder man schummelt ein bisschen, so wie ich es gerade tue jetzt. Wie gesagt, ich plane ja nichts im Voraus. So, und dann passt nämlich hinterher hier auch die Treppe lang. Okay. Jetzt haben wir alles ebenerdig. Hinten ziehen wir dann auch raus. Na, dass das alles dreidimensional wird. So, jetzt tauchen wir hier einmal lang. Machen die Tür zu. Und war überall auf einer Ebene. Sehr schön. Okay. Haben wir schon mal die Seite fertig. Eins, drei. Wir brauchen den. Drei. Wir jetzt den richtigen. Ja, gut. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und zu. Wie gesagt, das mit den Fenstern und so klären wir dann alles ab. So. Da könnten wir dann zum Beispiel das so machen. Oder mit einer Mauer. Weil das Problem ist, dass Dinger da nicht ranpassen. Also ich könnte natürlich jetzt einen so ransetzen, was aber auch nicht geht, wie ihr seht. Ja. Das ist das. Das ist so eine Macke von Minecraft. Die kombinieren immer ungerne so. Diese Holz- und Stein-Kombination. Und da muss man manchmal so ein bisschen sich was einfallen lassen. Aber das ist, sagt nicht weiter schlimm. Kann man zum Beispiel so machen. Den setzt man da halt sowas ran. Zum Beispiel. Nicht schön, aber effektiv. Weil wie gesagt, wir gehen ja nachher noch richtig ins Detail rein. Da wird das hier alles noch anders und ja. So, jetzt haben wir das erstmal auf der Höhe. Jetzt muss ich mal gucken. Das heißt, hier geht's dann weiter. Okay. Jetzt haben wir hoffentlich nicht das Problem. Doch, wir haben das Problem. Ihr seht's. Ja. Es ist ja. Das ist genau das, was ich meine. Wir kriegen den da nicht zwischen. Seht ihr das? Also wir haben jetzt die Wahl. Wir können natürlich jetzt, um das zuzumachen, einfach so machen. So, sieht eh keiner. Wir wissen es. Ne? Wir das schon mal raus hier. Gut, gehen wir weiter. Ihr seht, also man muss immer ein bisschen prokeln und rumprobieren und dann geht das schon. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, verbinden. Machen wir weiter. 2, 3, 1, 3, 1, 2, jetzt muss man überlegen, wo machen wir den? Nehmen wir den weg und machen den hier hin. Ja. Weil wir müssen ja was sehen, ne? Dafür sind ja diese Fensterchen da, die werden wir nachher noch so, wie gesagt, ein bisschen anders machen. Werdet ihr sehen. 3. 1, 2, 3. Mal wieder hin. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie gesagt, immer ein bisschen rumprobieren. Bei den Dreiern ist es einfach. Also wenn ihr so ungerade Zahlen habt. So, hier haben wir wieder so eine Stelle. Da gehen wir den hoch. Den zu. 1, 2, 3. 3.
Hier hinten müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Wir ziehen jetzt erstmal einen länger, damit wir das hier so hinkriegen. Also einen länger. Ne? Halt, lass mich durch. So, dann ziehen wir wieder unseren Ich hier. Okay. Macht euch da keine Gedanken, wie gesagt, mit den Schießscharten und so, das kommt alles. Da. Einfach das Ding weiterbauen, weiter durchziehen. Sind wir bis hier hinten. Gut. Den geben wir jetzt hier. 1, 3. 3 verbinden. 1, 2, 3 verbinden. 3. Ja, hier hinten. 3. Darauf achten, dass er den Block, der fehlt, natürlich immer noch mit reinsetzt. Kontrolliert, da was fehlt. Hier fehlt auch noch einer. So. Nicht, dass er dann irgendwelche Löcher reinfällt. So. Mal wieder 4 hier, das heißt, wir müssen jetzt wieder überlegen, wenn wir mal den machen, den zu, den setzen wir hin. Ja. 3. Den da glaube ich wieder einsetzen, oder fehlt einer? Nö, fehlt keiner. Der wird fehlen hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. So, so. 1, 2, 1, 2, 3. Und mal den hin. 3. So. Drei. Haben wir hier wieder. Gutes Ding. So, ein bisschen höher da ein. Da ein. So, jetzt haben wir schon mal die ganze Mauer hier. Dann haben wir gesagt, ziehen wir das Ding auch noch einmal eine Runde vor hier. Okay. So ist der da. Der war falsch. Oder? Nö. Richtig. Den dahin. Dahin. So, okay. Und das Tor ziehen wir dann wieder ein vor. Bin jetzt verwirrt. Das ist richtig. Ich war gerade verwirrt. So, dann kommt der wieder dahin. 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 So. Der kommt. Dreht. So. Ich sag's ja, manchmal muss man echt so ein bisschen überlegen. Die Reihe wieder runter, genau. So. So. Dann haben wir das eigentlich wieder so. Okay, also. Hier. Irgendwie rein. Hopp. Okay. Also, hier haben wir die Möglichkeit, dass wir natürlich genau wie da auch bitte da ziehen. Dann haben wir hier nämlich auch Fenster. So. Kann man hier halt durchlaufen. Was man auch machen kann, man kann natürlich auch überall dann ja, Ausgänge reinsetzen oder wie. Ja,
Also jetzt haben wir ein Tor, jetzt haben wir die erste Etage. Man kann in zwei Gängen rumlaufen, man kann unten laufen, man kann oben laufen. So, und jetzt kommen wir dazu, das nämlich zu machen. Jetzt muss ich gucken. Und zwar können wir. Wie ist das jetzt am sinnvollsten? Da ist es. Okay, wir machen das jetzt. So. Halt. Ob das klappt. Weil jetzt ich versuchen, dass wir so Art Schaden kriegen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Also, da müsste man ja dann nach unten ein bisschen schießen können. Da kann man dann nach unten schießen mit dem Bogen. Das geht. Ja. Okay. Weil oben kannst du relativ frei sein. Wir können aber nachher auch. Ich lasse das jetzt erstmal so. Denn, sag schon. So eine Art Dach übersetzen. So, jetzt wisst ihr, warum das Zählen immer so wichtig ist, weil sonst geht das nämlich hier nicht auf. Hier gucken, weil das wird jetzt ein bisschen fritzelig, aber das werden wir schon hinkriegen. Es kann sein, dass wir zwischendurch immer mal was ändern müssen. Nein, andersrum. So. Nochmal die Dinger da wieder raussetzen. Muss ich gucken mit der Ecke hier, wie wir das am besten lösen. Da können wir einfach so und so machen. Das geht. Gut. Okay. Haben wir hier noch so eine Stelle? Da könnten wir ausweiten, dass das ein bisschen eckiger wird. Mal schauen, wie wir das am besten. Wir können den daran setzen und den daran machen. Ja, genau. Und gucken wir mal von außen, wie das von außen aussieht. Das sieht doch langsam mal aus wie eine Burg, oder was meint ihr? Noch ist es alles relativ in einer Steinwall gebaut, aber macht euch da bitte keine Gedanken. Das werden wir alles noch richtig schön hinkriegen. Hier brauchen wir keine logischerweise reinsetzen, aber hier. So, jetzt müssen wir überlegen. So, weil wir müssen das nämlich jetzt da irgendwie mit reinnehmen. Nein. Machen wir den da rein. So, jetzt haben wir ja diese Stelle hier. Machen wir jetzt einfach mal zu. Weil sonst kommen wir hier nämlich ein bisschen durcheinander. Da haben wir so ein. Okay, und dann geht es wieder fröhlich weiter. Okay, dann haben wir hier ein. Da kommt wieder so einer drauf. Da, da. Er gesagt, musst ein bisschen rumfritzeln, weil das ist irgendwie an jeder Stelle immer nur ein bisschen anders hier. Dann brauchen wir wieder den umgedreht, den, den, den.
Dann kommt wieder eine hier, da, 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 da. So, und unsere Mauer dazwischen. Da könnt ihr, also wie gesagt, klar sieht es mit Holz schöner aus, aber würde ich euch nicht empfehlen, weil es gibt ja immer so kleine Halunken, wenn man im Survival spielt, die dann mal mit Brandpfeilen oder so schießen. Das macht sich dann nicht so gut. So, jetzt mal weiter gucken. Jetzt haben wir hier ein, hier ein, hier ein. So, wieder den, den. Den hinsetzen. Hier ein hinsetzen, da ein hoch. Und dann die Mauer. So. Jetzt nehmen wir wieder unsere Treppe. Also immer da, wo die Fenster sind. Das ist die sicherste Variante. Da könnt ihr nichts falsch machen. So. Dann wieder den viereckigen. Da ein hin. Dann ist zu. So. Mauer. So, hier machen wir es weiter so. Also immer oberhalb der Fenster eine Treppe. Umgedreht. Dahin. Ein hoch, ein hoch, ein hoch, ein hoch. Lücke zu machen. Mauer, Mauer, Mauer. So. Jetzt haben wir es nach außen hin mit den Zinnen. Haben wir da noch eine offene Stelle, wie ihr seht. So. Und da machen wir einfach auch noch eine Mauer hin. Und bei dem Ding muss man das wirklich nur von außen machen. Also ihr müsst das nicht von innen machen. Und ich denke, schöner sieht natürlich so ein Wehrgang aus. Also dass wir da halt so ein Dach drüber setzen. Das machen wir dann auch gleich. So, jetzt haben wir das hier nämlich auch. Also wieder oberhalb der Fenster. So. 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 Jetzt haben wir hier die Besonderheit, dass wir da schon so ein Ding haben. Mauer zwischen. Und ja, da passt keine Mauer, da setzen wir einfach so ein zwischen. Dann haben wir hier eine Schießscharte. Hier geht es um eine Ecke. Da können wir auch einen ganzen Block hinsetzen. Das geht auch. Nehmen wir den weg, packen den dahin. So. Machen wir ein bisschen weg, damit ihr das so ein bisschen seht. Seht, so Stück für Stück entsteht jetzt die Mauer. Ne? Weil wir müssen ja darauf achten, dass alles so relativ angepasst ist. Ja? Wie gesagt, um solche Sachen kümmern wir uns dann noch. Das ist alles noch nicht so ganz. So, nehmen wir weiter. Also. Okay. Nehmen wir wieder unsere Treppe. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, dann nehmen wir wieder unseren vollen Stein. Hier machen wir zu, da setzen wir den hin, den zu. Nehmen unsere Mauer wieder. Eine Mauer, zwei Mauer. So, nächste Ecke. Nehmen wir wieder unsere Treppe, Treppe. So. Treppe. Treppe. Das ist verwirrend jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es frisselig. Okay. Nehmen wir den nochmal weg. Das war hier. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt. Also da müsst ihr aufpassen. Was, wie gesagt, das ist bei euch wahrscheinlich dann ein bisschen anders. Hier können wir so machen. Genau. So. So. Passt ich? Jo, passt. Gut. Weil da passt irgendwie kein Ding daran. Das ist ein bisschen doof. Da machen wir, da kann man dann ein bisschen schummeln. Dann sieht man einfach so. Versteht schon. So, okay.
Dann passt das wieder. Also ihr seht, das ist manchmal ein bisschen schwierig, solche Ecken dann zu machen. Da muss man halt ein bisschen puzzeln. So, da geht's wieder. Ja. Okay. Machen wir hier einen hin, hier einen hin. Wie gesagt, man muss halt so ein bisschen aufpassen. Hier einen hin. Hier einen hin, hier einen hin. Mal ein bisschen überlegen, aber das geht schon. Okay. Weil das ist halt überall anders. Daher. So, jetzt haben wir hier einen. Und jetzt haben wir hier keine mehr. Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. So. 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 Weil wir hier kein Fenster haben. Okay. So kann man ja zumachen, das ist ja nicht weiter schlimm. Das ist okay. Dann nehmen wir da unsere Mauer wieder. Müssten wir den Außenbereich hier eigentlich schon fertig haben. Wie gesagt, also man muss es halt ein bisschen anpassen. Es ist halt nicht immer alles gleich. Jetzt machen wir das auch zu. Aber wie gesagt, wir können ja da einen schönen Wehrgang noch drüber setzen. Das kriegen wir alles noch gebacken. Und es muss ja auch nicht alles gleich aussehen. Also da müsst ihr ganz schnell wegkommen von. Es wird nie immer gleich aussehen. So. Und hier haben wir halt jetzt die Möglichkeit, dass wir hier zum Beispiel so einen Wehrgang machen können. Das heißt, wir können auf der einen Seite natürlich mit den Zinnen hier arbeiten, aber wen sollen wir denn da unten beschießen? Könnt auch einfach eine gerade Mauer dahinsetzen. Ja? Aber schöner sieht es natürlich aus, wenn man das ein bisschen synchron hält. Was aber relativ schwierig ist, was ihr hier seht. Ja? Das ist, wie gesagt, da kann man dann. Muss man dann wahrscheinlich ein bisschen so fummeln. So. Jetzt haben wir hier wieder die Schwierigkeit. Seht ihr das? Da haben wir jetzt die Schwierigkeit mit dem Block, weil hier ist ja keine Wand mehr. So. Also müssen wir überlegen, was wir machen. Machen wir die Zinnen weiter oder machen wir einfach. So. Und setzen halt. Das an. Mal schauen. Ein bisschen schön soll es schon aus. Ja, das geht. Gut, machen wir so weiter. Es ist ein bisschen frisselig, aber wie gesagt, darum geht's ja, dass dieses Spiel halt eben, wie gesagt, immer austauschbar ist. Ihr könnt korrigieren, ihr könnt immer wieder ein bisschen was anderes machen. Ne? So, jetzt haben wir hier wieder so eine Ecke, wo so ein Fenster ist. Wo ihr denn sowas reinsetzen könnt. Setzen wir da oben wieder einen, dann machen wir hier zu. Fertig. So. Immer unsere Mauer wieder. Weil schöner sieht es natürlich aus. Wenn wir mal ehrlich. Es sieht ein bisschen lockerer aus, alles. So, jetzt haben wir die Stelle bis hier hin. So, und jetzt gucken wir mal nach Zaun. Und gucken mal, ob das passt. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten hier mit Fichte. Mit Schwarz, Eiche, dem hier. Hier schmeißen wir mal weg. So, jetzt gucken wir mal hin. Also. Jetzt haben wir hier überall mal so ein Ding hin. Also da, wo es passt.
Erstmal. Weil die müssen immer. Und wie gesagt, wir müssen da auch nicht irgendwie alles so super stimmig machen. Also so super synchron. Also wir müssen jetzt hier keinen Wehrgang über das ganze Ding hier ziehen, sondern man kann ja einfach so einen kleinen Wehrgang machen, dass man sagt, so, ihr geht dann bis hier oder so. Mal schauen. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Könnte passen. Machen wir den mal 2 hoch. Einfach mal so auf Verdacht. So, und dann setzen wir einfach mal hier so eine Reihe. Bauen mal. Passt. Da hin ran. Ja. Mal einen zwischenquetschen hier. Dann machen wir einen zu. So, weil das soll ja alles so ein bisschen stimmig sein. So. So. Und dann machen wir hier einfach zu. Okay. Schauen wir mal, wie es aussieht. Können die noch einen runterziehen? Ja. So. Okay, dann ziehen wir den hier auch noch einen runter. Denke mal einfach hier so weiter. So. Mal den da ein rausziehen und dahin ziehen. So. Dann wirkt das alles so ein bisschen wie ein Dach. So, und dann könnten wir hier natürlich dann noch Zäune hinmachen. Mal was sehen würde. Gehen da einfach mal rein. Setzen da einen drauf. So. Okay. Dann haben wir hier noch so ein Dächlein dran, drüber, wie auch immer. Also, das kann man wirklich halten, wie man möchte halt. Ja, wie das nachher alles aussieht, das wird man dann halt sehen. Bei der würde jetzt hier nicht passen, aber so ein kleiner Dach hier, so ein kleines Dach drüber, ja, warum nicht? Na? Und wie gesagt, es muss nicht synchron sein. Also die Seite sieht dann vollkommen anders aus wie die und ihr könnt es machen, wie ihr lustig seid, wie gesagt. So. Dann haben wir ja schon einen Teil hier fertig. Wie gesagt, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, ja, das war es jetzt erstmal, weil das ist doch ziemlich viel, was ihr da jetzt so machen müsst. Aber ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen wegfliegen, sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. Also, lasst euch nicht entmutigen. Ihr habt gesehen, es ist manchmal gar nicht so einfach, die passenden Blöcke zu finden. Ja, und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.